So, Freunde, wir starten direkt mit unserem Scheitern, mit Kai Gedan. Qualifikation gesichert. Wir fliegen in die USA zur Weltmeisterschaft. Let's go mit Kai Gedan und seinem neuen Vlog. Direkt rein. Ja, wir nehmen schon ein paar Sachen mit. Nein, das wird gleich aktualisiert. Dann gucke ich, wo ich einen Parkplatz finde. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. It's Showday bei der WMBF. Der dritte Wettkampf ist am Start. Ich bin richtig ready. Wir haben nochmal ordentlich reingeladen. Die Form ist deutlich besser geworden. Wir sind wieder richtig im Zeitstress, müssen jetzt direkt zum Training. Der Wettkampf heute wird ein bisschen anders ablaufen. Es gibt nämlich eine Vorwahl, also ein Prejudging. Oho! Oh, hey ho, abonniert, Stufe. Nee, abonniert mit Prime und wir sind Level 3 beim Hype Train. Killer, Alter. Danke, danke, danke. Jetzt kommen erstmal alle Teilnehmer auf die Bühne, stellen sich vor und dann werden da halt eben die Finalisten rausgezogen. Dann gehen wieder alle runter von der Bühne und 3-4 Stunden danach gibt es dann eben die Finals. Und dann der Gewinner startet dann nochmal 2 Stunden danach im Gesamtsiegerstechen. Also einen ganz anderen Ablaufplan heute, werdet ihr alles in dem YouTube-Video sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Lasst mir ein Like und ein Abo da und jetzt geht es erstmal ab zum Training. Ja, sonst gib mir die Sachen, du gehst und... Ist das etwa der... Das mal ab zum Tank. Ist das etwa der Rucksack vom Urs? Sieht so aus, ne? Oder? Ey, Kai ist in Ordnung, Alter, ohne Witz. Joseph, der ist korrekt. Der ist zwar ein bisschen so... Der trackt mir zu viel, aber der ist korrekt. Ist halt ein Arbeitstier, Freunde. Dürft ihr nicht vergessen, der Typ ist irre, Alter. Ja, sonst gib mir die Sachen, du gehst zum Tank. Ja, genau. Ich bunkere die Lager. Rechnen. Ja, da ist ein Junior von mir, aber da ist erstmal noch kein Platz und dann suche ich nach einem Platz. Ja. So, sah so aus wie der Rucksack von Urs. Eine andere Firma, die macht das viel, viel professioneller. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie die Farbe und die, vor allem die Flecken werden. Jetzt gehen wir direkt mal rein. So Leute, wir sind angekommen beim Tanning. Tanning gibt es gleich und danach gibt es... Danke dir, der Podcast hat mir auch sehr, sehr gefallen. Das ist direkt die erste Premier-Mahlzeit, also die erste Mahlzeit, die ich vor der Stage essen werde. Hier ist natürlich ein Porridge bzw. Rice Cream. Richtig nice, vertrage ich mega gut. Jetzt mixe ich mir noch gleich eine Portion Strong an. Nehme ich jeden Morgen und dann enjoy ich das gleich, wenn die Farbe trocknet. Freunde, er enjoyed den Strong. Dann habe ich die erste Mahlzeit drin und dann geht es in 1,5 Stunden auch schon das erste Mal hoch auf die Bühne. Zur Vorwahl. Oh, sehen wir hier ein bisschen Nakidai. Kai Gedan, den Nakidai. Stell mal vor, Kata hat vergessen zu zensieren. Das sieht man an deinem Gesichtsausdruck. Ja, ich bin richtig erleichtert. Ja. Die haben ja gestern so einen Finisher, nicht einen Finisher, die haben vorhin so eine Hauptvorbereitungs-Einspiel-Session gemacht. Ja. Und das ist richtig krass. Dadurch ist die Haut bei Kai nochmal viel ebener geworden. Und er hat nicht mehr so stark diese Flecken, wie er normalerweise. Ja, Kai hat halt diesen schäbigen Hautpilz, ne? Der hat sich aber gut gepeelt und alles, hat ein paar Vorbereitungen getroffen. Und jetzt sitzt die Farbe auch wesentlich besser. Danke für die ganzen Props für den Podcast, Freunde. Cool, dass es euch gefallen hat, Mann. Und jetzt, wo die richtige Farbe da drauf kommt. Ach, die Beine, Alter. Ich gucke mir die immer sehr, sehr gerne an. No homo. Lage steht. Fass ihn an, den Dämonenschenkel. Oh Mann, Servus, ihr prallen Bastard, Bastardinnen. Geil. Wir haben uns hier zwischen reingescampt, mega, mega nice. Und nur danke, dass hier der eine Dude für uns Platz gemacht hat. War mega nice. Jetzt. Mega nice und ich enjoy den Goat. Ich mich jetzt den Goat Pump. Mal hinchillen unten beim Tanning war es wirklich sehr, sehr kalt. Die Mahlzeit verdauen, ein bisschen abchillen. Und yes, dann schauen wir gleich, wie es weitergeht. Heute ist ein bisschen. Mehr auf die achten auf den Zeitplan, denn ich habe ja hier ein Training gebucht. Heißt, 30 Minuten vor Stage geht es mal schnell runter, Finisher, dann aufpumpen, Backstage und dann geht es auf die Bühne. Jetzt sind es noch genau 2 Stunden, es ist 9 Uhr und ja, ich bin sehr, sehr gespannt und richtig hyped. Ihr habt es gesehen, die Farbe ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Die wissen hier, was sie machen. Das gibt mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Sicherheit, dass ich auf der Bühne gleich noch viel, viel besser aussehen werde. Jetzt startet ja bald die Vorrunde gleich. Diesmal läuft es ein bisschen anders, ne? Genau, also wir haben jetzt nicht mehr direkt die Vorrunde und Finale.
Den Coach habe ich übrigens auch kennengelernt auf der GmbF, sehr sympathischer Herr. In einem Rutsch praktisch, ja. Sondern halt wirklich zeitlich weit auseinander. Für die Organisatorik macht das natürlich einen großen Unterschied, wie man lädt etc. Prinzipiell haben wir... Oma, schön am Kuscheln die beiden, ne? Leonie ist schon eine Ehrenfrau, Support ist da von ihr, ne? Ich habe jetzt deutlich voller gemacht im Vorhinein, weil hier auf der WMBF Germany schon so ein gewisser vollerer Look sich ableiten lässt, dass das eher gefragt wird. Und das wollen wir natürlich dann auch bestätigen, geben. Seitens Form gibt das Ganze her, also die sind hart genug, um dann dementsprechend... Bro, ich weiß nicht, was aus den Rap One Videos geworden ist, ob da noch was kommt oder nicht, ich habe keine Ahnung. Natürlich standen jetzt noch weitere Wettkämpfe auf dem Plan. Prag-Show war am Start, Dennis-James-Show war am Start. Ich denke mal, es hat sich irgendwie überschnitten und ich weiß leider nicht, ob da was kommt. Wir haben 3 Tage lang gefilmt und wir haben leider nur ein Video online. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ich hätte mich gefreut, wenn da noch mehr Videos zustande gekommen wären. Ob da noch was kommt, weiß ich nicht. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, da ja schon so viel Zeit vergangen ist und das Ganze nicht mehr relevant ist. Ne? Schade eigentlich. Ein bisschen mehr zu laden als sonst. Und ja, schauen wir jetzt mal gleich, ob das Ganze aufgeht. Erste Step aufs Gehen. Das klappt schon mal gut. Nächster Step. Nächster Step in den Supplement. In die Supplement-Tasche rein. Und dann auf jeden Fall mal den Gold Pump gönnen. Übrigens, wenn ihr das Video seht, das kommt am Montag, glaube ich, raus. Es ist immer noch versandkostenfrei. Bedeutet die perfekte Möglichkeit. Dennis James hat mir richtig gut gefallen. Vor allem, das ist ein Event, was bei mir viele Erinnerungen weckt. Ja, bei der letzten Dennis James, die davor stattgefunden hat, das war ja meine beste Saison, Alter. Und es ist einfach ein Ort, mit dem ich sehr viele coole Erinnerungen verbinde. Aber auch so die Community zu treffen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Patrick auf der Bühne nochmal live zu sehen und dem die Pro-Card zu überreichen, beziehungsweise dem die Goldmedaille zu überreichen, war auch eine geile Aktion. Hat richtig Bock gemacht, Alter. War ein cooles Wochenende. Möglichkeit, einzelne Produkte mal für euch auszutesten und mit dem Code Kai spart ihr nochmal zusätzlich 10% Rabatt. So, Beinchen ausgepackt. Yes, Leute. Sammy, danke dir fürs Prime-Abo. Ja. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Farbe sieht auch gut aus, ne? Kann man machen. Gut. Gut, jetzt gibt es mal Finisher, also wieder runter und Keller. Hoffentlich wird mir nicht zu kalt. Und diesmal sieht er auch vernünftig aus im Gesicht, nicht wie so ein Sarotti-Typ, ne? Wisst ihr, was ich meine? Danke nochmal für die Props, sage ich immer und immer wieder. Ja, kommen hier wieder neue Zuschauer rein, deswegen ich bedanke mich nochmal für die Props für den Podcast. Sehr, sehr cool. Gerade ich mir wieder warm und dann geht's hier um aufpumpen. Hier ist Leute, Gold Pump. Habe ich noch nicht getrunken, den zünde ich mir jetzt rein. Der dauert so 30, 40, 50 Minuten und dann geht die Party ab. 30, 40, 50, 60 Minuten mäßig. Was hat denn für ein Schlecker? 30, 40, 50 Minuten und dann geht die Party ab. So Leute. Jetzt gibt es hier das Finishing, damit die Farbe noch besser wird. Gefällt mir jetzt schon sehr, 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 sehr gut. Schau dir mal hier die Flecken an. Die sieht man fast gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei der Ivo war. Ja, vom Weiten wird man das tatsächlich sowieso nicht sehen, die Flecken. Das sieht man nur vom Nahen. Sobald er auf der Bühne steht, das sieht man vom Weiten absolut nicht. Da war ich ein Gepard, mehr oder weniger. Hier ist es richtig heftig, gut kaschiert. Jetzt gibt's okay, unten am Bauch, das war ein bisschen... Bei der Ivo war, da war ich ein Gepard, mehr oder weniger. Hier ist es richtig heftig, gut kaschiert. Am Bauch ist er noch ein kleiner Gepard, ne? Unten. Naja. Aber ich denke mal, das sieht man nicht. Jetzt gibt es noch das Finishing. Die Farbe gefällt mir richtig, richtig gut. Der Booster knallt auch schon so ein bisschen. Es ist jetzt noch so eine Stunde bis zur Bühne. Heißt jetzt ganz entspannt aufpumpen, System hochfahren, vorbereiten. Dann geht es gleich auf die Bühne sofort. Der satanische Gepard aus der Savanne der Hölle. Du kannst ganz normal starten, aber ich würde eine Woche mal so ein bisschen Ganzkörper machen, auf ganz entspannt und dann wieder Knallgas rein. Tiffy, danke dir für die Bits. Danke, ciao, ciao. Der sieht wirklich aus, ne? Manuel Haas sieht aus wie so ein Truckerfahrer, Alter. Als ob der nichts zu tun hätte mit dem Sport. Richtiger Truckerfahrer. Ich jetzt schon, hallo, hallo.
Paul am Start, Camilla am Start, geil. Guten Tag hier. Du wurdest ersetzt. Ja, ja. Moin. Oh Mann, ich hab doch oder was? Was, Sir, gehen wir raus, Digga, oder was? So, Leute, machen schon Pump Up, aber ganz, ganz entspannt. Die letzten Wettkämpfe war das Pump Up immer ziemlich kurz und ich war nicht so ultra heftig prall. Ziemlich kurz. Pump Up war ziemlich kurz. Jetzt gestalten wir es ein bisschen langsamer. Wir werden mich schön langsam hochfahren, dass ich ordentlich prall bin und dann auch nicht so außer Atem auf die Bühne gehe, weil es ist immer Kondition, ist immer hart bei mir. Wenn man sich vor der Stage richtig krank aufpumpt, dann direkt auf die Bühne, dann haut es einen fast um. Dementsprechend jetzt Pump reindrücken. Bro, ich habe keine Maske hier. Ich kann Mundschutz, Dingens, ich kann OP-Maske anziehen, wenn du möchtest, von Covid, von damals, ja. Und dann geht's gleich ab zur Vorwahl. Heute alles nach Plan? Also auf jeden Fall deutlich spreller als beim letzten Mal. Wir haben jetzt auch seitens Low Weight In nochmal einen guten Meter gut machen können. Also sollte passen gleich. Konkurrenz ist aber auf jeden Fall auch stark. Ja, ja, wir sehen in anderen Klassen crazy. Ja. Und seine Klasse ist definitiv stacked, aber ja, wird gleich aufgehen. Also es ist noch sehr kalt jetzt und dann schauen wir gleich. Bin gespannt. Kai, Alter, mit meiner Lieblingsnummer! Kai, du verdammter Ehrenmann, das ist doch nicht dein Ernst. Sehr kalt jetzt. Mann, schauen wir gleich. Bin gespannt. Kai hat die Nummer 69 auf dem Wettkampf. Ich glaub's ja wohl gar nicht, Digga. Ihr wisst, 31, 69, meine beiden Lieblingsnummern. Wahnsinn. Also damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet, Freunde. Ey, mal Spaß beiseite, Vlog ist geil gemacht, ne? Geil geschnitten, geil gefilmt, gefällt mir. Cross, einen wunderschönen guten Abend. So, ein bisschen Zeitdruck habe ich gehört, ne? Organisatorik hin und her, aber... Ja, das Problem ist, ich glaube, da gibt es keine Zahlen, dreistelligen Zahlen. Ich glaube, da gibt es nur zweistelligen Zahlen. Aber stell mal vor, der kommt mit dreimal die sechs. Das wäre ultra lustig, Freunde. Wir sind klein, ist gut im Flow. Das passt. Das passt. Hinten auf den Punkt. Ich bin nur von deiner Perspektive aus rechts. Ja. Viel Glück, Kai. Hau rein. Oh, mit Valentin daneben direkt. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Valentin auch deutlich bessere Form als bei der GmbF gefühlt. Viele, viele bekannte Gesichter hier. Direkt in der Mitte platziert beim Prejudging. Nice. Kami Roll, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Boah, Valentin, ja, Respekt geht raus, Mann. Valentin im Center Stage. Ich finde, es fehlt beim Kai ein bisschen am Glanz. Guckt euch mal den Valentin an mit der Nummer 4 und daneben die Nummer 62 mit dem Glanz. Das macht einen ganz, ganz anderen Look, ne? Einen ganz anderen Look. Aber vom Unterkörper her dominiert Kai unfassbar. Back von Stage war richtig geil. Obenrum hatte der gar keinen Glanz, Digga. Null. Gut präsentiert. Definitiv. Ja. Du bist richtig schön warm geworden, schön reingegangen nach vorne. Schau wirklich, dass du dir immer wieder Platz holst. Du hast so eine riesige Spannweite, du musst immer vorne in den Arm halten, immer vor allem. Ja. Das heißt, sobald du merkst, du bist jetzt hinter einem, fühl das, ne? Streck nochmal neu aus und geh davor oder unten rum, ne? Ja. Kai hat Mattfolie. Folierung vom Auto. Also, Finale ist safe. Und jetzt schön runterkommen, wieder rein ins Kokon. Posing war sehr stabil. Ich habe auch gemerkt, die anderen haben alle so gezittert und Kondition. Bei mir, Alabama, wir hätten noch 10 Runden machen können. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Leute, schaut euch mal die Ader an. Was ich bei Kai feier, der ist sehr, sehr selbstsicher, was alles angeht. Wisst ihr, was ich meine? Der ist nie am Zweifeln oder sonst was, keine Selbstzweifel. Der weiß, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Er steht da, er ist sehr selbstsicher. Auch nach der Evo, er hat gesagt, ey, Form wird besser, Form ist krasser geworden. Was ist passiert? Form ist krasser geworden und er wurde auf der GmbF Profi. Das finde ich, das macht der Kai ganz gut.
Nach der Bühne ist man richtig voll prall und da kicken die Adern an den Beinen immer heftig rein. Jetzt sind wir hier nochmal kurz unten. Kürz unten. Training, immer nach und vor der Bühne, kurzer Farbcheck, ob sieht alles gut aus. Kürze Farbcheck. Er ist ja jetzt voller Adrenalin. Ja. Bin raus, die Alte will. Schönen Abend euch. Hör mal, Sammy, ILM, da wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß. Ne? Mach keine Unsinn da. Richtig geile Performance abgeliefert. Deutlich besser nochmal. Also viel besser auch die Judges anvisiert. Viel besser mit dem Publikum gespielt. Und jetzt ist halt wichtig, dass das ganze Adrenalin wieder rausgeht, dass er sich wieder runterfährt, in seinen Kokor da reinchillt. Ja. Und dann werden wir das Gleiche wiederholen eben für das Finale. Ihn wieder hochfahren, körperlich. Während da hinten dieses pralle Monster sich gerade noch praller macht, ja. Prallus Gedanius. Möchte ich mal Bastardius. Kurz auf die Strategie eingehen. Seit der Vorwahl bis jetzt ins Finale ist gut was an Zeit vergangen. Also es hat sich ein bisschen nach hinten verschoben, die ganzen Klassen. Das heißt, wir haben jetzt noch mal mehrfach ein bisschen nachgeladen, aber alles mit eben Lebensmitteln, die jetzt nicht irgendwie mehr schwer im Magen liegen, sondern eben Reiswaffeln, Reissirup, aber alles eben im Rahmen, damit wir dann... Ich weiß gar nichts nach Hass 89. Ich weiß nichts. Ich habe mir nichts angeguckt. Ja? Ich behalte mir das immer für den Stream. Wer welche Platzierung gemacht hat. Ich gucke das gerade zum ersten Mal. Ich habe auch nicht recherchiert. Klar, bei so Sachen wie Prag oder so, da bekommt man es mit, weil ich auch Rap One verfolge und die ganzen Berichterstattungen online, also nicht die Videos, sondern die Artikel mir immer durchlese. Aber was da jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen. Spoilert bitte nicht. Aber der Titel verspricht ja einiges. Qualifikation ist ja gesichert. Eben auch nicht gleich überladen sind, sondern wirklich die Form on point haben für das Finale. Das ist jetzt ganz wichtig. Es wird eng, aber es wird realistisch und dementsprechend muss alles sitzen. Farbe hat er jetzt auch nochmal Finish drauf bekommen. Wir haben in der Vorrunde gemerkt, dass es ein bisschen weniger Glanz drauf war und das haben wir jetzt auch korrigiert. Also, wir sind good to go und ja, drückt uns die Daumen. So, die haben das auf jeden Fall wahrgenommen mit dem Glanz. Jetzt bin ich mal gespannt. Ganz andere Optik direkt, Mann. Ja, Patrick, würde Patrick bei der WNBF starten, dann wird ihm die Pro-Card beim NPC aberkannt. Und da kann ich die Entscheidung natürlich vollkommen verstehen. Würde ich niemals machen. Ich würde niemals bei der WNBF starten, ja, bei so einem Drecksverband. Nein, Spaß. Ich würde da nicht starten, wenn ich NPC-Pro bin, Alter. Das ist Champions League. Was soll ich dann, soll ich mit so einem Wettkampf dann meine Pro-Card verlieren? Never. Ich habe schon eine Vermutung, was Patrick jetzt vorhat, Freunde. Ja, bald steht Rumänien auf dem Plan. Ich denke mal, Patrick bereitet sich gerade tatsächlich auf seine erste Pro-Show vor. Ich bin gespannt. Ready? Komplett ready. Prallus Gedanus, wie ihr seht. Prallus Gedanus, dieser Name, Alter, unglaublich. Reinschalten. Bam! Leute, jetzt gibt es kein Süßgetränk, sondern Getränk mit Zucker. Oh mein Gott. Zucker, kurzkettige Kohlenhydrate. Jetzt mal richtig knallt auf der Bühne. Jetzt ist alles auf Zündung. Bestform, Leute. Guck mal jetzt. Jetzt sieht das Gesamtpaket doch viel, viel besser aus. Sogar obenrum kann der jetzt mithalten mit den anderen Athleten, finde ich. Wahnsinn. Vorher war es nicht so schön. Aber jetzt gefällt mir das richtig gut. Zucker. Schön nach vorne. Groß nach vorne. Ja, ja. Beine wirken noch besser als in der Vorrunde. Weiter. Ja. Und ich finde ihm hier auch die, im direkten Vergleich gefällt mir in der Doppelbizepspose gefällt mir Kai besser als Valentin, Freunde. Genau so. Blut, Kai. Side Trizeps ebenfalls. Mach dir Platz, Kai. Rücken gefällt er mir auch am besten. Wobei die Nummer 62 ist halt wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Hat einen unfassbar kranken Gluteus. Ne? Ja. Valentins Rücken ist, denke ich mal, seine größte Baustelle. Da muss noch ordentlich Fleisch drauf.
AstroWorldBratte93, danke dir, mein Lieber, für die Props. Gut, sehr gut. Yes, geil. Yes, geil. Groß machen, Platz machen. Ja, genau. Komm. Komm nach vorne. Ja, 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 ja. Bleib da vorne. Groß machen. Ja. Gut, Kai. Glut. 69. Yes! 69! Der Brudi ganz rechts mit der 23 hat das richtig ernst genommen mit dem Tanga, Alter. Der hat den Schlüpper von seiner Alten angezogen. Wartet mal. Ihr seht das nicht, weil ich verdeckt das. Der hat einfach Hotpen angezogen von seiner Freundin, Digga. Oh Mann, der Arme, der zeigt seinen kompletten Arsch. Komplett. Ups. Falsche Knopf. So. Also, Ladies, wenn ihr smashen wollt, ne, smash auf die Nummer ganz, ganz rechts. Mich wird nicht gesmashed, ist verboten. Oder lass den doch die Brille. Stell mal vor, der zieht die ab und sieht nichts. Ja? Sagen die hier, mach eine Doppelbizeps, dann ohne Brille, der weiß gar nicht, wie die geht, weil der sieht nicht, was er tut. So, da haben wir jetzt die Top 5. Also, Kai kennen wir, Valentin auch und der, der die ganze Zeit in Center Stage ist, ich kenne ihn auch mittlerweile von den ganzen Wettkämpfen, aber verzeiht mir, ich kenne seinen Namen tatsächlich nicht. Der war auf den ganzen anderen Wettkämpfen auch vertreten. Number 6, Thomas Herzianschütz. Fourth place goes to 67, Henrik. Andreas Deeg. Okay, danke, Chat. Danke, danke, danke. With the absolute best dance routine. Third place goes to number 69. Krass, 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 krass. Den dritten hat er gemacht. Wahnsinn. Holt der Andreas Deeg hier den ersten, Alter? Sieht ein bisschen enttäuscht aus, der Kai. Okay, nein, er strahlt, er strahlt, er strahlt. Valentin holt das Ding hin. Krass. So sehr ich ihn auch mag, ich hätte Valentin die 1 nicht gegeben. Allein wegen seiner Hinteransicht. Gefällt mir absolut nicht. Also klar ist das super, aber im Vergleich zu den anderen, der Rücken ist Schrott. Leute, das mal ab zur Dopingkontrolle. Wir nehmen meinen Pokal. Bis gleich. Sehr starkes Starterfeld. Ja. Sehr starkes Starterfeld. Und es ist natürlich immer schwer zu prognostizieren, welcher Look eher gewollt wird. Gesamtpaket ist bei Valentin halt gut, ne? Und Präsentation. Aber an Rücken fehlt ordentlich Fleisch, finde ich. Vor allem unten. Aber wir haben uns wieder verbessert von der letzten Show zu jetzt. Ja. Einen richtig stabilen dritten Platz gemacht. Und ja, jeder auf der Stage hat wirklich ja, einen guten Job gemacht. Und Kai ist wieder rausgestochen, also für mich natürlich. Aber ja, super Ergebnis. So Leute, der Wettkampf ist vorbei. Wir haben noch mit sehr, sehr vielen Leuten geredet und Infos gesammelt. Und Leute, was ich erfahren habe, beim Athletenmeeting, das ein Tag vor Wettkampf ist, es war online, dass so viele am Start sind, war ich nicht am Start, aber da sind auch viele Leute nicht am Start gewesen, also ganz normal. Und dort bei dem Meeting wurde gesagt, sie wollen keine Vakuumpose sehen, es wird runtergewertet. Was? Warum das denn? Und rat mal, wer on stage Mr. Vakuum war. Ich wollte die ganze Zeit meine Bauchmuskeln ein bisschen kaschieren. Yoshino 420, danke dir fürs Abo, mein Bester. Um die Taille noch schmaler wirken zu lassen, ich habe die ganze Zeit Vakuum gezogen, dementsprechend kann ich schon irgendwo verstehen, dass es jetzt der dritte Platz geworden ist. Also jetzt heißt es auf jeden Fall fokussieren,
denn es geht, wie ihr wisst, nach Las Vegas auf die Natural Mr. Olympia bei den Profis, da geht es dann richtig ab und dann starten wir danach noch in LA bei der WNBF, das ist der gleiche Verband hier und dann versuchen wir da bei den Amateuren die Pro-Card zu holen, also der Kampf wird noch nicht aufgegeben, ich will die WNBF Pro-Card und ich werde sie mir auch holen und ihr seid auf jeden Fall live dabei. In LA wird dann abgeräumt. Yes, in LA wird abgeräumt. Las Vegas. Yes, so. Geil, Alter. Geil, geil, geil. Das war's mit dem YouTube-Video. Abonnieren, bis zum nächsten. Ich bin raus, euer Kai. Macht's gut. Ja. Geil, geiles Ding. Scheißegal, ob Erster, Zweiter oder Dritter. Das Wichtigste ist, dass er sich qualifiziert hat. Ich weiß jetzt nicht, hat sich die Top 3 qualifiziert? Dann war das ein knappes Ding. Aber ich hätte Kai weiter vorne platziert. Vielleicht wurde der wirklich wegen der Vakuum abgestraft. Weiß man natürlich nicht, ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.